Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Heute gibt es wieder Video mit Sprache. Es ist nicht so heiß heute, es regnet und das ist gut. Dann kann ich mich auch darauf konzentrieren, hier mit Sprache zu arbeiten. Wenn es so heiß ist, kann ich einfach nicht reden. Da ist einfach hier überall viel zu warm. Und okay, also, heute möchte ich ein Porträt bearbeiten und zwar so, dass es schön knackig scharf wird sozusagen und auch schöne warme Farben annimmt. Und ich habe hier dazu diese Vorlage gerichtet. Die findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Entschuldigung. Und ja, es ist ein RAW-File, ihr seht es. Und ich werde das jetzt hier einmal mit GIMP öffnen. Und wenn wir ein RAW-File mit GIMP öffnen, öffnet sich automatisch Darktable. Wenn wir Darktable installiert haben natürlich. Und ihr seht, hier ist dieses Rohdaten-File und man sieht, das ist ja wirklich sehr flach und blass. Und wir werden als allererstes einmal die Objektivkorrektur hier vornehmen und ein bisschen hier das Ganze verbessern. Und jetzt werden wir hier bei der ja, bei der Basisgruppe arbeiten, und zwar einmal hier mit der Belichtung. Und es ist natürlich zu dunkel, man sieht es, also wenn wir die Belichtung hier manuell anpassen, bei dem Diagramm hier sieht man natürlich, dass wir hier in den hellen Bereichen zu dunkel sind hier und in den Schwarzbereichen oder Dunkelbereichen zu hell. Aber wir werden es jetzt hier dementsprechend anpassen. Also bei der Belichtung gehen wir mal hier mit der Helligkeit nach oben. Normalerweise so weit bis hier ja, auf der rechten Seite sozusagen das anstößt. Und noch ein bisschen und noch ein bisschen vielleicht. Vielleicht so. Noch ein bisschen. Und da wird es schon dementsprechend ein bisschen besser. Vielleicht so sogar. Das Bild wurde in Argentinien aufgenommen hier von dem Mädchen. Und ja, dazu noch hier einfach ein bisschen mehr Schwarzanteile reinbringen, einfach vielleicht nicht so viel, ein bisschen, das war es aber schon im Großen und Ganzen. So, des Weiteren werde ich jetzt hier die Lebendigkeit zuschalten, auch das macht nicht viel aus oder nicht viel aus, ein bisschen hat sich das hier dementsprechend in den Farben lebendiger gestaltet, was interessant und spannend ist, wir werden jetzt hier mal zumachen. Wir werden die Werte automatisch einstellen lassen und zwar einfach hier auf Auto klicken und dann stellt sich das hier noch so ein bisschen ein, das Ganze. Und wenn wir jetzt zurückgehen auf die Basisgruppe, schau mal, was habe ich hier, die Werte ist klar, das haben wir schon gemacht. In der Basisgruppe werde ich jetzt erst einmal noch die Schatten und die Spitzlichter zuschalten und ich würde sagen, so kommt das noch ein bisschen besser raus, das Ganze bekommt ein bisschen mehr Dynamik und das können wir jetzt hier nochmal nachschauen. Das war das Original, was wir reingeladen haben hier in unseren RAW-Converter. Und das ist unser Ergebnis, das wir jetzt, Entschuldigung, in GIMP hineinladen, indem wir nämlich hier Darktable schließen. Und jetzt wird dieses Foto natürlich als RAW-File, okay, wir warten noch ein bisschen, das dauert seine Zeit, weil das sehr, sehr groß ist, ja, hineingeladen. Und als allererstes, bevor wir hier weiterarbeiten, werde ich das Bild erst einmal auf F11 gehen hier, Vollbild, werde das Bild skalieren, wenn es dann fertig ist hier. Bild skalieren und ihr seht 6032, ich gehe mal zurück auf 3840 und ja, dann würde ich sagen, passen wir das ins Fenster ein, das ist mit der SDRG und mit der Umschalt und der J-Taste, können wir das hier hineinmachen. Ihr seht, es geht alles ein bisschen langsam, weil wir doch sehr viel Rechenleistung hier brauchen. Ich bitte das nachzusehen. Vielleicht schaffe ich es ja mal irgendwann mit diesem Kanal hier so viel zu verdienen, dass ich mir einen neuen Rechner leisten kann. Ne? Das wäre ja schön. Gut, im nächsten Schritt werde ich die Ebene hier einmal duplizieren und dann gehen wir auf Farben, Komponenten, Kanalmixer und bei dem Kanalmixer her werden wir hier bei Rot in Rotkanal eingeben 1,050. Und ihr seht, ein bisschen schon wird es wärmer, das Ganze. Das reicht uns auch schon. Mehr brauchen wir ja nicht zu machen. Jetzt werden wir mit Farben, Farbabgleich arbeiten und hier werden wir mal zurücksetzen, weil wir natürlich, ihr habt es gesehen, erst einmal hier das Bild umwandeln müssen von 32 Bit auf 8 Bit Ganzzahl Gamma und das machen wir auch gleich. So,
Jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt werden wir wieder Farben aufrufen, Farbabgleich. Und ihr seht, jetzt passiert hier gar nichts mehr. Das Rauschen bleibt weg hier. Und wir werden in den Schatten die Farbe Rot um 50 erhöhen. Um den Faktor 50 wegen mir. Und in den, hellen Bereichen auch um 10% in etwa. Und bestätigen hier mit, okay, das ist schon eine Menge Holz, aber ist auch gut so, bleibt so. Im nächsten Schritt rufen wir Filter GMIG auf. Ja, GMIG installieren, habt ihr schon gesehen auf meinem Kanal, wie das funktioniert. Dazu gibt es irgendwo auch viele, viele Tutorials. Nun gehen wir auf Filmemulation, rufen hier Fuji X-Trans auf. Und hier gehen wir auf Velvia. Und wenn wir den Filter aufgerufen haben, werden wir hier die Stärke zurücknehmen auf 25% und bestätigen mit okay. So, weil das jetzt hier relativ viel geworden ist, werden wir die Lebendigkeit der Farben etwas herausnehmen. Das bedeutet, wir müssen zuerst hier diese Ebene einmal duplizieren, gehen auf Farben, Komponenten, zerlegen und hier brauchen wir den HSV-Farbbereich, bestätigen mit OK. Bei dem HSV-Farbbereich werden wir nur anwenden bzw. auswählen die Sättigungsebene. Wenn es zerlegt ist, hier die mittlere, das heißt, wir schalten die unteren beiden Ebenen aus und diese Ebene brauchen wir. Rechte Maustaste bearbeiten, kopieren, wieder zurückgehen hier. Rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, weißvolle Deckkraft. Und jetzt werden wir diese kopierte Sättigungsebene, rechte Maustaste bearbeiten, einfügen, hier als schwebende Auswahl einfügen und werden die in die zuvor erzeugte Ebenenmaske verankern. So, jetzt müssen wir hier zurückgehen auf unser Standardbild oder auf unser Original, das wir bearbeitet haben. Hier gehen wir dann zurück auf Farben, Sättigung, Entschuldigung, und hier nehmen wir einen Wert von 0,800 erst einmal, um das herauszunehmen hier, um dieses Rot noch ein bisschen herauszunehmen. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen herausnehmen, 0,600, aber das ist dann schon das Höchste der Gefühle. Schauen wir mal in der Vorschau. Ich würde sagen, lass mal so. Bestätigen mit OK, rechte Maustaste nach unten vereinen. Jetzt werden wir hier mit Schatten und Spitzlichtern arbeiten. Dazu rufen wir Farben, Schatten und Spitzlichter auf. Und hier werden wir bei den Schatten einen Wert von 50 eingeben. Und bei den Highlights hier, bei den Spitzlichtern, einen Wert von minus 50. Und so wird es auch so ein bisschen angeglichen hier. Und ich finde, das können wir so lassen. Und bestätigen mit OK. Was machen wir jetzt? Jetzt werden wir erst einmal unscharf maskieren, aber nicht mit dem Standard, mit den Standardeinstellungen hier, sondern wir werden hier einen Wert hier oben eingeben beim Radius von 1, oder von 17,5 und werden hier unten einen Wert eingeben von 0,100. Ja, dann schauen wir mal. Das heißt, wir werden hier ein mehr etwas Schärfe hineinbringen, eine sogenannte Klarheit, Clarity, wie auch immer man das nennen möchte. Und bestätigen mit OK. Jetzt werden wir noch Filter verbessern, Rauschreduktion machen. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das mit dem Rauschen aussieht. 4 ist ein relativ hoher Wert, aber das machen wir. 4, bestätigen mit OK. Und zum Schluss werden wir die ganze Geschichte hier dennoch nochmal nachschärfen. Und zwar mit dem Standard, Standardeinstellungen des unscharf maskieren Filters hier. Und schauen wir mal. Und ich würde sagen, das ist ein bisschen viel. Vielleicht gehen wir mal zurück hier auf 0,400, dass es nicht zu sehr in den dunklen Bereichen herausgenommen wird, beziehungsweise zu sehr geschärft wird. Gehen wir mal auf 0,300. Ich würde sagen, das ist, vollkommen ausreichend. Entschuldigung. Und wir bestätigen mit OK. Das war es im Grunde genommen schon. Jetzt haben wir hier eine knackige Schärfe mit einem schönen, warmen Look erzeugt. Von einem RAW-File natürlich ausgeht mit Darktable. Ich zeige mal hier, das haben wir so reingeladen mit Darktable. So sieht es ja schon schön aus für normale Entwicklungen und so weiter. Ich habe jetzt hier keine Hautretusche gemacht und so weiter. Das muss ja auch nicht sein. Und hier haben wir diesen knackig warmen Look erzeugt. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Wer möchte, da kann natürlich hingehen, kann sagen, okay, mir ist das noch ein bisschen zu viel. Ich nehme noch so ein bisschen Sättigung heraus. Das liegt dann an jedem selbst.
wie er das gerne machen möchte. Und auch das ist Geschmackssache. Aber es sollte ein schöner, warmer Look sein. Vielleicht mal hier noch zurück ein bisschen auf 0,950 gehen. Und oder sowas. Und gut ist. Okay, also. Das war mein Vorschlag für eine schöne Schärfe, knackige Schärfe und einen warmen Fotoausdruck sozusagen oder einen Ausdruck, der etwas Wärme vermittelt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen. Wenn es euch zu schnell gegangen ist, einfach zwischendrin aufs Video klicken mit der linken Maustaste, dann bleibt es stehen. Und dann könnt ihr mit den Pfeiltasten links oder rechts jeweils 5 Sekunden nach vorne oder nach hinten, wie auch immer ihr das möchtet. Und ja, herzlichen Dank fürs Schauen. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen, Freude machen. Probiert es mit euren eigenen RAW-Files von der Freundin, von der Mutter, wie auch immer, vom Freund, wie auch immer, Mann etc. Und für die neuen Menschen, die hergefunden haben, ja, wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch gleich auf das Kanalsymbol, das gleich kommen wird. Dann könnt ihr diesen Kanal abonnieren, das würde mich auch sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Schauen, ja, und bis zum nächsten Mal.